Papa, was ist das? Ja, schau mal. Mit so einer Maschine hat damals bei Sportler ruft Sportler alles angefangen. Ja, schau mal hier, Heinfried Rieger. Er liebte seinen Motorsport, war auch sehr erfolgreich. Aber Gott liebte er noch mehr. So wie du mit Baseball. Ja, so ähnlich. Er hat angefangen, seinen Sportkameraden von Jesus zu erzählen. Das war ihm immer das Wichtigste. Und 1971 hat er dann Sportler ruft Sportler gegründet. Und schau mal hier, nur ein Jahr später war er bei den Olympischen Spielen in München mit dabei. Weißt du, was seine Aufgabe war? Nein. Er hat sich um die Toilettenhäuschen gekümmert. Echt? Iiii. Er hat einfach dort eingepackt, wo es am nötigsten war, damit er in der Nähe der Sportler sein konnte. Während der Spiele gab es ein furchtbares Attentat. 20 Menschen sind gestorben. Aber Helmfried konnte in dem furchtbaren Moment bei den Sportlern sein und mit ihnen beten. Inzwischen kümmert sich bei SRS ein Sportteam um die Profisportler. Sie betreuen sie dann bei Olympischen Spielen oder anderen Wettkämpfen. Und wo ist das? Das? Das ist bei Familie Schmell in Thüringen. Dieses Bild ist genau zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung entstanden. Eine Gruppe Sportler aus der DDR hat damals Hans-Günter Schmitz und auch Helmfried eingeladen. Sie wollten mit ihnen über christliche Sportarbeit in der ehemaligen DDR sprechen. Die Schmelz hatten damals ein so großes Herz dafür, dass sie sich gleichen Tag entschieden haben, mitzumachen. Manchmal ist es fast unglaublich, wie Gott Menschen zusammenführt. Dann müsste man die Geschichten mal erzählen. Ja, deshalb haben wir 1995 die erste Sportlerbibel rausgebracht. Das ist ein neues Testament. Und ganz viele tolle Sportler haben über ihr Leben mit Jesus berichtet. Die kenne ich. Ja, du kennst bestimmt die Moor-Bibel. So heißt die jetzt. In der Zwischenzeit wurden mehr als 500.000 Bibeln an Sportlern verteilt. Das klingt aber nach viel Arbeit. Ja, bei SRS, da packen viele Hände mit an. Über 700 Ehrenamtliche und mehr als 60 Angestellte. Und das ist von der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Kickoff. Da gab es überall vor den Deutschlandspielen Events. Sogar im Fernsehen. Cool, gibt's das nochmal? Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht 2024 bei der Europameisterschaft in Deutschland. Ganz viele Verbände und Werke, 2500 Kirchen und Gemeinden und Hunderttausende von Fans haben damals mitgemacht. Guck mal, da ist die Glockenspitze. Mhm. Und hier, die ersten AK Ladies in der Glockenspitze. Wahnsinn! Die Weltspitze des Damentennis. Während des Turniers haben wir Shuttle-Service und Physiotherapie für sie angeboten. Wir haben für sie gebetet und hatten immer ein offenes Ohr für sie. Und ohne die Glockenspitze wäre das nicht möglich gewesen. Aber woher wusstet ihr immer, was richtig ist und was ihr tun sollt? Ja, manchmal weiß man das gar nicht so genau. Man muss einfach auf Gott vertrauen. Er ist der, der den Durchblick hat. Und er hat uns versprochen, dass er uns führen wird. Aber Mut brauchst du schon. Und wie geht's jetzt weiter? Es geht mit dir weiter. Es geht mit euch weiter.